Moin Leute, heute geht es zum Heuwenden, weil ich habe schon bald gewendet. Jetzt machen wir das letzte Stück erstmal. Und Silo ist nur abgeschlossen, der erste Schnitt. Das habe ich alles fertig. Wir haben jetzt angefangen, ja, ungefähr, naja, die knappe Hälfte haben wir jetzt Heu gehauen, was noch an vom ersten Schnitt da schon, was G-Silo geworden ist. Und das Wetter ist ja optimal zur Zeit, 30 Grad. Schönes Lüftchen geht, dann trocknet das einmal frei. Mal gucken, vom Gehauen haben wir es vor 2 Tagen. Ist schon ganz gut durchgetrocknet, aber eben noch nicht ganz fertig. Das dauert noch, also Minimum einen Tag noch, frühestens morgen vielleicht die ersten Ecken, dass wir die pressen können. Mal schauen. Und ja, in der anderen Hälfte werden wir noch ein bisschen stehen lassen. Vielleicht schon ein bisschen später machen, dass wir ein bisschen Aufwuchs dazu kommt von der Masse her. So. Erstmal ausklappen, die ganze Sache. Ah, geht wieder nicht, weil er schief steht. Da müssen wir wieder gerade hin. Ups. So, jetzt aber. So, genau, wenden durch mit hier 540er Schwarzapfel, also Ego. Was ja vom Kraftbedarf ist ja gleich 0, würde ich nicht sagen, aber ist ja verdammt wenig für einen Wender, was du brauchst. So, warte mal, so. Schwimmstellung, die rutscht mal immer raus. So, los geht's. Und na, ich mache das hier mit Gasspeiser, also elektronischen Drehzahlspeicher, mache ich das immer so bei 520 Drehstromdrehung. Genau, und aus dem Grund erstmal brauchst du nicht selber Gas geben, ist einfacher. Und dann, also bin ich der Meinung, wenn du einen gleichmäßigen Antrieb hast, nehmen wir hoch runter, ist bestimmt gesünder für die Antriebswellen vom Wender und so. Genau. Weil die habe ich gestern gemacht, das Silo noch. Aus dem Grund, wie hier vorne das Stück, ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt ordentlich. Da haben wir letztes Jahr im Frühjahr haben wir das als Grünstreifen angelegt. Aus dem Grund, weil die ja so, weil hier ein Graben ist, du hast ja Gewässerabstandsauflagen, zwecks Düngung und Pflanzenschutz. Und da wächst wohl vom Ertrag hier. Lese ich nicht die knappe Hälfte, wenn du überhaupt vom normalen Dorf den Streifen, weil du keinen Dünger und keinen Pflanzenschutz hinbringen kannst. Und da haben wir das uns dann entschieden, dass wir da Grünland hinmachen. Das ist aber Weidegras und das ist durch die, dadurch, dass das ja, sag ich mal, saftiger ist vom Palm her, wie als das normale Gras, trocknet das schlechter. Und da habe ich den Streifen gestern noch Silo gemacht und habe drüben auf der einen anderen Stelle habe ich noch so einen Rand Luzerne stehen, dann habe ich so einzeln hier
weil Luzern ist ja irgendwie toll machen und nicht so gut. Zwecks Brückelverluste. Hast dann bloß noch ein paar Stängel und keine Blätter mehr da, weil alle zerbucht sind. Genau, und hab 6 Rollen noch gemacht. Und unten nur einen Schattenrand habe ich auch noch gemacht, wo es immer sowieso 2-3 Tage länger dauert mit dem Trocknen dann an den, unter die Bäume. Das habe ich die schon kleiner mit weggepresst. Ein Silo draus gemacht. Ist ja auch nicht so schlimm, weil wir nicht so, nicht so viel Silo hatten und da sind eben nur 6 Kolonnen mehr geworden jetzt. Und so stand der Dinge. Genau. Beim Wenden tue ich eigentlich in der Regel immer Minimum 2 Außenrunden komplett vor, manchmal auch 3. Kommt drauf an und dann brauche ich Macht, lege ich eben bei größeren Stücken wie Wälder an. Oder bei den Plänen, naja. Dann mache ich das. Es sitzt noch ein E-Bett dann. Das hier mache ich eigentlich immer 2 Bälle der Stücke. Ja, wir haben eben viele kleine Wiesenecken. Deswegen ist auch ein bisschen viel gekeulert und gemacht, aber naja. Kann man ja nicht ändern. Die sind so überall im Dorf verstreut in so Wiesenflächen. Wildschweine wurden hier auf der Wiese wieder mal aktiv im Frühjahr. Meistens so Anfang, Ende Winter, Anfang Frühjahr. Aber haben wir fast jetzt schon Probleme mit den Schweinen auf der Fläche. Dass die hier gerne mal rumwühlen. Dieses Jahr war es nicht ganz so schlimm, letztes Jahr war es richtig extrem. Da haben sie mir hier die halbe Wiese umgedreht gehabt. Aber das ist auch ganz gut vom Aufwuchs letztes Jahr ganz gut gewesen, haben wir da eingesät noch. Aber da hast du eben die Löcher, die kriegst du nie ganz weg. Mit der einfachen Technik, wenn du ein bisschen schleppst und nachsäst, wird es schlecht wegzukriegen. Mal gucken, wie es aussieht. Aber das wird halt wahrscheinlich noch nicht. Stark davon auszugehen. Naja, hier Blätter sind noch grün, Stängel sind noch. Hier Weidelgras, das ist das nachgesäte von letztes Jahr. Das dauert eben länger. So ist es schon nicht ganz schlecht. Aber das reicht noch nicht. Ja. Was ist die grünen Halme? Die brauchen noch. Das wird heute noch nicht. Also frühestens morgen.
machen wir gleich noch ein bisschen das hier ab. Dass das nicht alles auf der Straße rumflattert. So.